Läuft schon? Achso, ah, okay. Ja. Ben, auf einen erfolgreichen Tag auf der Arbeit. Genau wie gesagt. Also all deine Top 3. Achso, wir wollten eigentlich ja genau nicht über Ernährung sprechen. Top 3 des Tages. Also ich habe ein Highlight. Unangefochten auf Platz 1. Hm? Ja. Und ich glaube. Ja. Ich glaube. Ich darf zuerst. Das Highlight drückt? Ja. Oder macht das spannend? Ich dachte, wir haben Spannungsbogen. Achso, okay, gut. Ja, fange ich hinten an. Hm. Was mir sehr gut gefallen hat, waren so ein paar Features zur Steigerung der Sichtbarkeit im Straßenverkehr, insbesondere bei widrigen Witterungsbedingungen oder zur Nachtzeit. Konkret fand ich das total cool bei dem Stand vorhin mit dem regendichten Lodenjackett. Und dazu gab es ein passendes Hemd mit einem reflektierenden Kragen. Sah total schick aus. War das, wo wir draußen waren, das Ding, ja, oder? Ja. Fand ich sehr cool. Und auch draußen war ein Stand, wurde von Franzosen, glaube ich, betrieben, mit so Rucksäcken, die so LED grüne Pfeile hinten drauf hatten. Habe ich auch gesehen, ja. Finde ich total klasse. Mhm. Also auch so vom Sicherheitsaspekt her. Das ist mein Platz 3. Konntest du die beides gleichzeitig? Die beiden. Also es geht darum, Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Die Top 3. Auf Platz 3 macht das schon. Ach so, machst du einen Slogan? Nein. Okay. Ich wollte nur zwei Beispiele nennen. Unter dem Motto, finde ich stylisch, möchte ich folgende Produkte nennen. Nein. Ich wollte damit nur mal sagen, die Bandbreite. Mhm. Also von dem reflektierenden Kragen eines Hemdes bis hin zur LED-Beleuchtung auf der Rückseite eines Rucksacks. Okay, alles klar. Ja? Nett, du. Deine Nummer 3. Das ist natürlich gar nicht in Nummern. Ja, lieben Dank. Danke sehr. Natürlich gar nicht in Nummern geworden. Mhm. Aber ich muss es ja leider sagen. Das ist leider, es ist aber Fakt. Ich fand schon auf eine gewisse Art cool, diesen Helm, ne? Diesen Helm, der ein komplettes Multimedia-Ding ist. Also wo du. Was soll das denn jetzt? Ich erzähl später. Gut. Also der, ich habe ihn auch gefilmt, könnte man jetzt geil reinsparen vielleicht. Mhm. Wo, finde einfach gut, auch einen Sicherheitsaspekt. Du brauchst keine Kopfhörer mehr. Sondern das ist quasi, da sind so richtig, ich hab's dann gehört, da sind Boxen drin hinten, du hörst wirklich gut. Die Windgeräusche sind absorbiert, das heißt, die stören dich nicht beim Fahren. Du hast die Funktion, dass du Anrufe entgegennehmen kannst unterwegs. Auch da anscheinend, das konnte ich natürlich nicht testen, aber anscheinend eine Top-Sprachqualität. Gut, was anderes werden die auch nicht sagen. Ne? Aber dann, wenn der Helm registriert, dass es einen Crash gegeben hat, irgendwie registriert er das wohl, scheint kluger Helm zu sein. Wenn du nicht innerhalb von 10 Sekunden dieses ganze System so stoppen bringst oder 15, kriegt deine Notfallnummer, GPS-Daten zugeschickt und so weiter. Also einfach, das Ding ist einfach eine komplette Versicherung. Ne? Mhm. Den fand ich einfach, fand ich eine coole, so ist ja eigentlich kein Helm mehr. Das ist ja schon ein Technik-Gadget. Ne? Ja. Ja. Obwohl er nicht aufträgt. Ja, aber ja große S. Ja, okay. Ja gut, den du probiert hast, den ich gepasst habe. Ich hatte ja heute Morgen noch einen viel größeren Kopf, dass ich diesen Helm mal. Okay, ja. Ja, nee, aber er war schick, das stimmt schon. Hm? Mhm. Also warum ich eben reingeklatscht habe, dieser Smart Home ist meine Nummer 1. Hm. Deine 1? Ne? Das ist meine 1. Deine ungefochtene weite Nummer 1. Das war das, was mich heute geflasht hat. Wenn gleich, als du sie eben erzählt hast, ich eigentlich fast schon wieder uncool finde, dass man dazu auch Handy-Telefonate entgegennehmen kann, weil, hey, wenn ich am Biken bin, bin ich am Biken. Da möchte ich gute Musik hören, okay. Mich vielleicht noch mit meinem Radelpartner unterhalten, weil Walkie-Talkie-Funktion hat es nämlich auch. Das fand ich übertrieben. Dass man quasi, also der andere braucht denselben Helm, darf dann nicht weiter als 500 Meter entfernt sein und dann kannst du per Walkie-Talkie mit ihm reden, ne? Damit du nicht direkt kommunizierst, sozusagen. Ja, okay, jetzt kann ja sein, dass du mal im Gelände auseinandergerissen wirst oder. Also das kennt ja jeder von uns. Ja, oder? Ja. Ja, oder hier, du kackst ab am Berg, ja? Der andere zieht ab wie eine Gemse, weil er an dem Tag top drauf ist. Und dann kannst du halt eben so, was sagst du dann? Stopp. Mayday, mayday. Ja.
Also ich fand's gut. Oder ich find's gut. Ja, okay. Und, was ich total geil fand, war die rückwärtige Blinkerfunktion. Geil, und ja, wie stimmt. Und ich habe mich nämlich noch gefragt, ob das Ding auch mit der Bremse gekoppelt ist, dass wenn ich bremse, dieses berühmte rote Licht hinten angeht, dass mein Vordermann oder das Fahrzeug hinter mir sieht, Alter, du der geht in die Eisen. Ist es oder nicht? Ja, bin ich mir nicht sicher, aber ich denke schon. Ach so, dachte ich. Oder ob das einfach nur ein festes Rücklicht für halt eben dunkle Witterung ist. Also den fand ich einfach genial. Ja. Aber man braucht dann, muss man dazu sagen, schon so eine, das Handy muss vorne dran sein. Das läuft ja per App. Okay. Ja. Dann sag mal noch was. So Nummer 2 Technik bei dir. Na ja, gut, für dich jetzt nichts Besonderes, weil du kanntest es schon vom letzten Jahr. Meine Jeans. Aber diese Gepäckträger, Vorrichtung von Thule, die man direkt am Rahmen befestigen kann. Gut, ja. Also die fand ich sehr attraktiv, weil man die problemlos an jedes x-beliebige Bike im Prinzip dran bringen kann, ob jetzt Mountainbike oder Rennrad, ohne dass man da groß rumschrauben muss. Und gut, wir haben jetzt heute erfahren, die kilomäßige Belastbarkeit ist begrenzt. Also bis 10, 11 Kilo gehen sie mit, theoretisch bis 20, aber da gab es wohl schon Probleme in der Vergangenheit. Aber okay, für den einen oder anderen Tagestrip oder so kann man ein bisschen Gepäck mitnehmen oder zwei Tagestrip. Er hat ja auch gesagt, normalerweise packen sie 15 locker rein da und das ist eben eine sehr vorsichtige Firmenpolitik. Sie würden keine Garantie für den Rahmen übernehmen sonst. Obwohl ich mal wissen möchte, was passiert, wenn ich 10 Kilo reinpacke, mein Rahmen bricht und ich schreibe Thule an. Ob die dann sagen, ja, also selbstverständlich, kriegen sie jetzt von uns einen neuen Rahmen. Kriegen sie ein neues Frameset von Cervelo, das schicken wir ihnen sofort zu. Wäre interessant, aber ja, ich glaube, könnte schwierig werden. Also ja, nee, fand ich auch gut, das stimmt schon. Das ist ein gutes System. Zumal ich jetzt überlege, für mein Schulbike, da will ich über diese Taschen dran klagen, wäre eine Idee. Und jetzt fällt mir gerade auf, du hast jetzt wahrscheinlich deswegen vorhin so komisch reagiert, weil ich jetzt eigentlich mit meiner Nummer 1 gar kein Fahrrad oder so jetzt herausgehoben habe, sondern... Nee, ich taue mir nur, weil das mit Abstand ist, mit Abstand, aber, hast du gesagt. Ja. Und dann dachte ich, es kommt. Ja. Also meine Nummer 2 wäre dann in der Tat, und das war durch Zufall nur, die hat mir dann Thorsten, Wing Commander Thorsten, durch Zufall nur gezeigt. Das waren die Schuhe von Giro in der Tat, die haben mir echt gut gefallen. Jetzt ganz zum Schluss. Was? Und zwar sogar verschiedene. Und zwar was war einmal. So toll? Die hast du es leider gar nicht gesehen, ne? Mhm. Drin. Es gab so ein richtig stylisches, ich möchte fast sagen, Businessmodell, die sah fast aus wie ein Straßenschuh. Sind aber ein leichter Rennradschuh. Und bei dem einen, der noch, also erstmal gab es den sehr schicken Leder-Naturton. Dann gab es den einen so ganz schicken Hellblau. Thorsten meinte, er fährt die auch. Ich muss jetzt zugeben, ich gucke Thorsten sehr selten auf die Füße, aber muss ich nochmal machen, weil er sagte, sie leuchten dunkel. Okay. Da ich ja auch. Ja, damals wieder hier, fluoreszierend und Sicherheit im Straßenverkehr. Die fand ich einfach cool, weil die waren so ganz clean. Waren richtig schöne Schuhe von Giro. Und dann hat er mir danach mal noch welche gezeigt. Die fand ich fast mindestens genauso cool. Die waren sogar so ein bisschen mit einer dickeren Sohle. So Richtung, eben nicht nur Mountainbike, sondern konntest du wirklich auch Rennrad fahren mit. Aber eine dicke Sohle und eine, schlag mich tot, die Firma, wie sie heißt, ich glaube Fibram oder so. Die machen Wandersohlen eigentlich. Okay. Haben die da drunter geknallt. Das heißt, das ist ein richtig cooles Ding. Also müsste ich mich jetzt entscheiden zwischen den beiden Schuhen, wüsste ich auch gar nicht, welchen ich nehme, weil sie beide waren sie wirklich gut und habe ich nicht mit gerechnet. Also muss ich sagen, Chapeau, Giro, beides coole Schuhe. Mhm. Ja, das ist meine Nummer 2. Welchen Verschlussmechanismus hatten die? Der eine war zum Binden, zum Schnüren, da muss ich natürlich sagen, wir noch nie probiert, das stimmt natürlich schon. Ich glaube, die waren beide zum Schnüren. Okay. Und nicht mit dem Training? Nee. Mhm. Das Drehding finden auch eigentlich alle cool. Ich muss sagen, ich bin skeptisch. Ne? Alle, die es benutzen, finden es gut. Ich das gar nicht kenne, ich finde es auch nicht so gut aus. Das mit dem Binden sieht doch auch cool aus. Von mir. Ja, gut, okay.
Das wäre so meine Nummer 2. Mhm. Ja, ich habe die Hosen komplett runtergelassen. Also du kannst dann auch deine Nummer... Hast du schon Nummer... Preise? Hast du ja. Ja, meine Nummer 1, würde ich jetzt wahrscheinlich überraschen. Also meine neue Nummer 1 ist das iPad Pro mit dem großen Display. Sehr geil. Mhm. Ja, stimmt, das hat er heute mehrfach erwähnt. Nicht mehr so ein Ding vorbei. Schon geil. Also es war Göttinges nicht direkt auf die Bikes-Messe. Aber diesen großen Display fand ich schon beeindruckend. Also einfach mit Displays machst du mich fertig. Ne? Und fand ich ein super Teil. Mhm. Und wir sind ja morgen in Zürich, oder? Vielleicht. Ja, wir wollten es vom Wetter abhängig machen, ein bisschen Obsession. Wobei, also ich finde es so, sind wir... Alles super, danke sehr. Salat, Dressing ist in Ordnung. Wunderbar. Apple Store sind wir eigentlich wetterunabhängig, ne? Also, muss ich mal sagen, haben ja extrem viele da auch sein. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich mein MacBook nicht dabei hatte. Hätte auch gerne schon was geschrieben, zwischendurch ein paar Sachen notiert. Aber eben gerade so Bildbearbeitung und von der GoPro mal die Bilder runterziehen zwischendurch und vielleicht dann für Insta schon mal ein Bild raus selektieren und extrahieren und bearbeiten, kann ich mir richtig geil auf dem Teil vorstellen. Also gehört ja nicht zur Messe. Aber ja. Fahrtechnisch? War da irgendwas dabei, wo du noch gesagt hast, wow, kannte ich noch nicht? Oder? Muss ich sagen, bin ich gerade wirklich. Also, es ist nicht gelogen oder keine Schleimspur, aber ich bin Cervelo gehypt. Also, die waren ja gar nicht vor Ort, aber ich bin voll zufrieden. Es waren zwar cool, ich hätte dir sehr gerne diese italienische Firma gezeigt. Dieses Familienunternehmen. Tomasi da. Hm? Tomasi heißen die, glaube ich. Aus Grosseto, die waren nicht da, hätte ich gerne mal. Die waren wahrscheinlich so erfolgreich nach dem letzten Jahr, die brauchten hier nicht mehr. Aber sonst ist es, wir waren, was war der? Conalgo und Co. Macht mich jetzt nichts. Also ich bin so zufrieden mit meinem R3, auch mit dem C jetzt hier durch die Wälder. Mhm. Du, bin ich voll happy. Also da bringt mich nichts aus der Fassung. War also bei dir was? War das, wo du sagtest, wo du am Zucken warst? Nee, ein bisschen irritiert, hatte ich dir auch gezeigt. War jetzt irgendwie scheinbar der neue Hype auf den Mountainbikes. Dass die hinten eine mördermäßige Übersetzung haben und vorne halt eben nur noch ein Ritzel auf den läuft. Ja. Mal gucken, ob ich das durchsetze. Mhm. Ein paar Citybikes fand ich ganz cool, so für die Stadt. Mhm. Zwei Ideen mitgenommen. Mhm. Und ganz cool. Haben wir ein Video zu. Ben in der Unterhaltung mit einem englischsprachigen Verkäufer von Kinderfahrrädern. Aber das Beste ist, der Lilifee nicht kannte. Ey, ich sag das da, du. Für die Familie, für die Tochter, sagt er zu mir, ja klar. Alter. Was wissen Sie, wie viele Männer ich hier habe, die kommen und sagen, sie haben eine Tochter? Sie haben eine Tochter. Ja, ich glaube, ich hatte vorher schon die Aufnahme beendet, sonst wäre die Sequenz live drauf. Nee, ja, gut. Gesamtfazit Eurobike? Interessieren würde mich schon. Würdest du jetzt dafür von Mainz aus anreisen? Also alle kommen aus Mainz eigentlich. Ohne dir ins Wort fallen zu wollen, nein. Nein, ne? Nein? Warum? Gut, ich weiß jetzt nicht, wie das läuft. An den Tagen, wo es für die generelle Öffentlichkeit geöffnet ist. Aber wir hatten ja jetzt heute wirklich die Möglichkeit, von heute Morgen 8 Uhr an bis jetzt kurz vor Toreschluss durchzulaufen, und nichts anderes haben wir eigentlich groß getan. Also wir haben es ja gerade mal so geschafft, einmal komplettes Gelände abzulaufen, und haben uns jetzt noch relativ wenig draußen aufgehalten, weil das Wetter so schlecht war. Und wir haben keine Bikes getestet. Wir haben auch keine großen Gespräche längerer Natur geführt. Nie und allem.
Ja gut, wir haben uns auch zum Unterhalten. Ja, und weil da halt eben auch so ein Massenandrang ist, also dann lieber in aller Ruhe, also sich irgendwie mal im Netz informieren, weil es dann Neuigkeiten gibt und dann in den Fachhandel gehen und dann mal in aller Ruhe da ein Beratungsgespräch zu führen. Also ich muss auch sagen, wenn du hier am See wohnst, finde ich es einen Pflichttermin, wenn es eben geht, ist ja eine Pflicht. Es geht, einbauen, das ist auch interessant, aber ich glaube in der Tat auch, es haben einige auf Insta und so geschrieben, auch in privaten Nachrichten, hey, da würde ich auch gerne mal dabei sein. Also ich glaube, eine richtige Anreise zu planen dafür mit Hotelübernachtung und so, das würde ich mir überlegen. Das wird dann richtig teuer, das Event. Und da würde ich mir eher überlegen, ey, es ist sehr geil hier, aber dann lieber kommen und zwei Tage Fahrrad fahren, als sich den Theoriekram da geben. Also dafür ist es einfach auch, ja, es ist wie ein großes Kaufhaus eben, ne? Hab noch eine Sache, die doch auch sehr cool war. Gar nicht aufgelistet. Und das war, den einen kannte ich schon mit dem Affen, aber den anderen kannte ich nicht, mit der veganen Ernährung, also mit Frucht, also den ganzen Gel-Scheiß, den ich da in Frankreich hatte, auf organisch, Fairtrade, und jetzt kommt es. Diese Geltuben, die du immer wegschmeißt, die waren aber zum Wiederauffüllen. Waren sie, aber ich habe es in dem Video schon erwähnt, die Geschmacksrichtung fand ich klar als grenzwertig. Also ich weiß nicht, ob ich mir bei völliger Erschöpfung da so einen Apfelstrudel-Geschmack reinziehen wollen würde. Ach, aber wem schmeckt? Ich habe auch andere. Also das werde ich mir probieren. Werde ich mir bestellen. Und dann werde ich hier auf meiner 25-Kilometer-Runde eiskalt. 5 Gs. Bum, bam, 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 bam. Mit Wiederauffüllvorgang. Jetzt haben wir nicht gefilmt, weil wir uns nicht da noch selber ausstechen wollten, aber da war ein Typ, der hat die verkauft, der hat Oberarme, du hast sie gesehen, ne? Alter, also wenn man die davon kriegt, dann nehme ich 10 davon. Alter, lieber Scholl, ich habe echt Angst gehabt, ey. Ich wollte ihn auch nicht ansprechen, dachte, bleibt nicht tot. Ey. Aber hast du gesehen, was der für dünne Beinchen hatte? Also irgendwie die Dimensionen haben wir nicht. Das ist schön rausgehauen. Ich hatte eigentlich gehabt, ne? Ja, der hat total Storchenbeine gehabt. Sah also ehrlich. Im Gesamtbild. Ja. Aber so hinter der Theke mit so einem Bizeps. Hat auch zwei Frauen beraten, muss man gerade drüber reden. Ich glaube, die waren nicht wegen des Kiels da. Wobei ich sagen muss, rein aus der Perspektive, gab es ja auch zwei, drei Messe-Babes, da habe ich auch immer schon gestorben, wenn du mit denen redest. Und wenn dann so erwachsene Männer so schüchtern werden, hast du mit denen geredet? Nein. Hast du gedacht, kann man so. Nee, aber dann siehst du dann einfach so gestandene 50-Jährige, die dann irgendwie fast schon so das Beinchen verdrehen. So, hallo. Darf ich dich mal fragen, was du gerade hier machst? Du, ich verkaufe Sachen. Ach was? Naja. Messe-Babe, wäre noch ein Job für mich, wenn ich weiblich wäre. Nee, ist voller Stress, glaube ich. Also entweder rede ich mehr oder ich esse langsam oder beides. Bin ich schon fertig. Oh, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wir müssen auch gleich zum Guatemala. Ja, entspannt. Also, aber jetzt bin ich romantisch gerade gefahren. Jetzt geht's erste Sache. Dankeschön. Gerne. Achso, damit ihr wisst, wovon wir reden. Danke. Jetzt wird's romantisch noch. Wenn wir beide essen, ist irgendwie ungünstig. Also einer muss immer reden. Eisen, aber eigentlich sind wir auch fertig. Genau.